Die Haltbarkeit erhöhen. Okay, das will ich nicht. Knockback, nein. Beheading. Ja gut, Beheading. Brauche ich eigentlich auch nicht unbedingt. Zumindest im Moment nicht. Ich glaube, ich hau da Fire drauf. Auf mein Cleaver. Und dann nochmal Redstone auf den Hammer. Dann sollte es eigentlich reichen, ne? Fire müssten wir hier haben, ne? Dürfte ja eigentlich nur Blaze Powder sein, ne? Blaze Powder da drauf und 50 Redstone. Haben wir die über, oder? Bestimmt. Haben wir bestimmt über. Okay, da wollten wir jetzt Redstone drauf machen. Bin ich im falschen Tisch? Oder hat er keine Slots mehr? Der hat keine Slots mehr frei, ne? Bin ich echt am falschen Tisch oder was? Bin ich im falschen Film oder was? Oder haben die keine Slots? Hallo? Oder haben die beide keine Slots mehr über oder was? Oder geht das nicht? Wie kann ich nochmal die Slots erhöhen? Sorry, das war da jetzt hin und her gurken, aber ich will das nochmal, ja. So, okay. Blaze Powder, okay. Das muss also funktionieren, aber geht, oder vielleicht geht es ja auch nicht auf Cleaver, weiß ich ja nicht. So, wo sind jetzt die guten Sachen? Ein Block of Gold und ein Diamond, okay. Ein Block of Gold und ein Diamond. Den Block of Gold müsst ihr eigentlich hinkriegen, ne? Können wir jetzt mal verschwenderisch sein, ne? Wir haben jetzt zwei Blöcke, zwei Diamanten. Ja, moin. Oh, gibst du mir den Hut? Ja. Nee, der gibt mir den Hut nicht. So, jetzt haben wir zwei Dias. Ich guck einmal nach dem Strom. Füllt sich nicht. Wahrscheinlich zieht da das Ding das alles leer, ne? Kann das sein? Ja, komm, dann schalten wir sie mal aus. Zumindest die Endermänner. Die Endermänner schalten wir aus. Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. Wir haben ganz schön viele Enderperlen schon. Ne? Aber Gold können wir noch vertragen. Gerade jetzt, wo wir zwei Goldblöcke verschwinden. Ja, was heißt verschwinden? La 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 la. Jetzt bin ich mal gespannt. So geht das jetzt? Jawohl. Ach so. So, da muss man mehrere von. Okay, verstehe. So, aber da will ich Redstone drauf haben. Also muss ich den auch mal erweitern.
und dann Redstone, ne? Genau. Machen wir mal Blöcke von, dann geht's schneller. Sind das auch dann immer 9? Keine Ahnung, nochmal 5 Blöcke. Fünf noch. Mining Speed 6. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist richtig gut. Wir hatten mit dem alten, hatten wir 3,4 oder so. Und das war schon nicht schlecht. Jetzt haben wir 6. Und der Cleaver ist natürlich jetzt auch top. Finde ich. Hätte man noch ein bisschen mehr Feuer drauf machen müssen, ne? Aber gut, wir können ja, da müssen wir noch ein bisschen sammeln gehen. Das machen wir jetzt nicht. Nein, das machen wir jetzt nicht. Okay. So weit, so gut. Ich denke, ich werde die Aufnahme auch gleich beenden. Dann haben wir diesmal eine kürzere Aufnahme. Wir haben die Goldfarm in Gang gebracht. Oh, was backt der denn da so? Wir haben die Goldfarm in Gang gebracht und haben uns, wie ich finde, richtig gute Werkzeuge gemacht. Und wir haben festgestellt, dass Mignolin nicht reicht. Das heißt, wenn wir die anderen Werkzeuge auch noch so cool machen wollen und stark und schön, brauchen wir noch mehr Stuff, ne? Und ich möchte mich erinnern, dass ich tatsächlich die Endermänner ausgemacht habe. War das nicht so, Freunde? Active Signal. Okay, das geht wohl nicht, weil der Hebel den da irgendwie beeinflusst, kann das sein? Ich vermute es. Naja, gut. Gold haben wir gemacht, Werkzeuge haben wir uns geholt. Unterm Strich kein schlechter Schnitt. Noch ein Ingot. Das ist sehr nett. Immer die Ingots hergeben. Größere Stromquelle werden wir auch brauchen. Habe ich so das Gefühl. Da wir ja irgendwie out of Strom sind, ne? Sobald da irgendwas dauerhaft läuft. So wie die Monsterfalle. Aber gut, ist halt so. Ist halt so. Und ich habe schon wieder Überlänge produziert. Ich wollte eigentlich ein bisschen kürzer machen heute. Aber deswegen muss ich jetzt aufhören. Sonst schaffe ich die Schneiderei nicht mehr. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann geht's weiter mit neuen Abenteuern. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Tschüss. Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme, auch im Namen von Skelettopetto da unten. Es geht weiter mit NIO, hoffe ich zumindest. Zumindest ist das der Plan in dieser Folge. Warum greift er mich nicht an? Gut, er tut's doch. Okay, also, Plan heute, wir ziehen NIO endlich um. Warum? Also, trotzdem, das verwirrt mich jetzt ein wenig. Warum? Haben da welche überlebt? Ich meine, der ist klar, der ist im Wasser, aber der andere war doch nicht im Wasser. Ich habe ihn gewonnen-hittet. Ach stimmt, wir haben uns den Cleaver gebraucht. Yes. Yes.
Kleaver, wunderbar. Ja. Okay, dann lass uns mal die Ender-IO-Hütte bestücken. Noch einmal kurz checken. Wir sind auf Easy. Ach, da bist du. Moin. Wir sind auf Easy und was noch? Aber was ist denn mit euch? Wir sind auf Easy und wir müssen nochmal. Boah, ich muss mir echt Rüstung zulegen, ne, wenn das so weitergeht. Also ich wollte nochmal checken, ob hier Gold. Hey, findest du das witzig? Ob hier Gold in der Mache ist, und Gold ist ja offensichtlich in der Mache. Da ist einer irgendwie. Hallo? Hunde da. Da wird sogar ganz viel Zeug nicht angesaugt, ne? Schade eigentlich. Müsste eigentlich in die Truhe da gehen, aber gut. Da ist ja einiges an Goldnuggets am Schweben, ne? Egal. Komm, wir leben im Reichtum, wir lassen das mal da so sein. Und gucken lieber mal hier hin. Schnappen uns das Ingot. Schnappen uns die Goldsachen. Ich denke, wir werden uns die Goldsachen regelmäßig abholen und einschmelzen. Ja, 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 das glaube ich. Das glaube ich, das glaube ich. Wir haben sogar Eisen irgendwo hergekriegt. Ich hoffe, die Musik ist nicht so laut. Braucht man die ganzen Discs? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss mir da mal eine Truhe hinstellen, wo ich die Discs alle einsammle. Zumindest von jeder Disc eine und den Rest machen wir eine Trashcan. Okay, Leute. Als erstes brauchen wir hier eine Capacitator Bank hier als Energieempfänger für die ganze End-IO-Geschichte. Wir sollen nämlich eine eigene Speicher kriegen und den aber auch von End-IO. Weil es ja End-IO ist. Logischerweise. So, wie heißt das Ding? Da ist es schon. Da ist es schon. Was sind das denn für Zahlen? Storage Upgrade? Von Jabbar? Ja, egal. Ich denke mal, wir müssen mit der Kleinen anfangen, weil für die Große brauchen wir bestimmt die Kleine, ne? Ist bestimmt auch gestaffelt, ne? Oh. Oh, das braucht Gold. Naja, gut, dass hier hinten die Goldkarre läuft, ne? Goldkarre. Moment, wenn wir jetzt die 5000er machen, brauchen wir. Okay, wir brauchen dann die Double Layer und die. Oh, okay. Verstehe. Die Double Layer sind. Nochmal mit Energetic Alloy und Energetic Alloy kostet nochmal Gold, ne? Ah, okay. Lass uns klein anfangen. Wir fangen klein an. Sonst kommen wir eh nicht weit. Okay, wir bauen die den Basic Speicher erstmal auf. Das sollte aber klappen, wa? So, ein Eisen da rein, bitte. Ein Eisen da und da und da rein. Was ist das? Block of Redstone? Ehrlich? War das ein Redstone-Block? Den kriegen wir auch noch hin. Und gleich mit dem Gold wird's natürlich schnüffelig, ne? Schnüffelig und süffelig. Achso, hier kann man alles Mögliche nehmen. Achso, das ist gefärbter Redstone, ja. Ist witzlos. Okay, Redstone. Wir brauchen 4 Stück davon. Redstone in der Ecke. Hallo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Und des Weiteren müssen wir Copper. Copper ist machbar. Zack. Und dann Gold. Jetzt wird es natürlich kriminell. So, wir haben. Ach, dafür dürfen wir genug haben, ne? So, 4 Stück. Und wir haben noch 11 Gold über. Achso, das wollte ich oben noch einschmelzen. Das werde ich auch sofort erledigen. Hallo? Haben wir keinen Platz hier für ein Köpfchen? Für ein helles Köpfchen? So, jetzt können wir auch schon die erste. Moment, ich habe ja 4. Was würde mich das denn kosten, wenn ich jetzt tatsächlich die da machen würde?
Ich gucke nicht weiter nach. Ich sag nur so viel. Es kostet viel. So, die machen wir erstmal Basic. Basic. Lass mich hier raus. So, wir müssen hier zumachen, sonst killen die uns die Villager, ne? Die killen uns die Villager, die Spacken. Die Monster sind ja an. So. Lädst du dich auf oder weigerst du dich? Achso, okay. Wie kann man das drehen? So kann man das drehen. Warum habe ich jetzt meinen Cleaver genommen? Hallo. Seltsam. Input. Oh ja, er lädt sich auf. Ach, man sieht es nur unten rechts. Man sieht es hier nicht. Okay. Input. Wir haben einen Input von 360 RF pro Tick. Ist das viel oder wenig? Hört sich erstmal wenig an, ne? Aber gut. Achso, hier kann ich dann diverse Sachen aufladen oder auch nicht. Ich brauche Rüstung. Ich brauche irgendwie einen dicken Helm. Weil wir ja mit Monstern spielen. So. Chain. Als erstes würde ich gerne tatsächlich ein Regal hier reinbauen, wo wir so Sachen wie die Soul Veil und so deponieren können. Weil das ganze Zeug gehört ja zu NDIO. Ne? Dann würde ich das da auch gerne reinmachen. Ich würde mir gleich, wenn ich die Maschinen umgezogen habe, dann kommt da jetzt Holz rein. Jetzt klaue ich mir hier was weg. Entschuldigung, hat mir Holz geklaut. Okay, hier ist empty. Holz ist gerade Mangelware. Offensichtlich. Kann ich hier manuell was nachlegen? Nö, ne? Funktioniert nicht, ne? Ne, funktioniert nicht. Ist auch egal. So, das Maschinchen kommt schon klar. Huch, wieso hatte ich die Klappe zu? Moment, wir dürfen Essen nicht vergessen. Wenn wir schon so mutig sind. Die einfach durch die Gegend spielen. Mit allen Zombies. So, wie ging denn so ein Regal? Ich habe keine Ahnung. Hier drin ist eine Werkbank, ne? So, da können wir auch gerade mal checken. Alles vorhanden. Kohle kommt rein. Das Ding läuft. Obsidian ist da. Kompressor läuft. Nicht? Warum nicht? Achso, weil da natürlich der Kohlball fehlt. Der dürfte aber gleich kommen. Energie ist da. Sehr schön. Also dürften wir hier keine Probleme haben. Mit unseren schönen Diamanten. Achso, Moment. Ich wollte zur Werkbank. Dieses Regal. Wie hieß denn das? Hieß das echt Regal oder hieß das irgendwie anders? Ups, was schreibe ich denn da? Nein, das hieß anders. Achso. Oak Shelf, ja. Ja. Bauen wir uns das so einfach, ne? Das sind 6 Slabs und Planks. Kriegen wir hin? Kriegen wir hin. So, Slabs. 6 Slabs und eine Planke. Das Ding kloppen wir uns da jetzt in die Mitte. Juhu, es wird dunkel. Also erstmal, es kann auch sein, dass ich es irgendwann mal woanders hin tue. Oder machen wir es hier hin? Ich weiß es nicht, vielleicht setze ich es auch irgendwann mal um. Aber da packen wir jetzt so die Ender-Sachen rein, ne? So, Soul Veil zum Beispiel. Und was dann noch so kommt vielleicht. Oder auch nicht. Mal sehen. Okay, hier draußen bin ich nicht mehr sicher, glaube ich. Aber kann ich denn jetzt hier Gold einschmelzen? Das wäre natürlich cool. Fire Aspect und Knockback. Ist mir egal. Wenn ich es einschmelzen kann. Ich höre Schritt. Sind das die Bewohner unten? Oder sind das Besucher? Ich weiß es nicht. Ach, schade, die Schwerter schmelzen nicht, ne? Oder schmelzen die nur, wenn die heile sind? Das würde ich echt gern mal jetzt. Okay, wenn die heile sind, geht's.